Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind. Heute suchen wir die Ayamine Pudai. Und die ist irgendwo in der Nähe im Norden Sheogorath oder nördlich von Sheogorath. Na gut. Mal schauen, Sheogorath war doch das da oben, ne? Oder war das hier das? Ich meine, Sheogorath wäre die Insel hier gewesen. So, die Ayamine Pudai müsste sich irgendwo in der Nähe von Dagon Fell befinden. Wenn ich da richtig liege. Teran, Aldetrod, Dagon Fell, Sanctus, Vars und Aldredainia. Gut, das bedeutet, wir fahren am besten mit dem Schiff nach Dagon Fell. Das können wir ja vielleicht sogar schon direkt von hier aus machen, ansonsten müssen wir halt einen Zwischenstopp irgendwo einlegen. Los, beeilig. Mal gucken, wie schnell wir es diesmal finden. Es tut so gut, euch zu sehen. Sachen finden, das hasse ich ja wie die Pest in Morrowind. Das finde ich wirklich furchtbar. Weil man so eine vage Wegbeschreibung wie jetzt kriegt, ja, such mal nördlich. Haben wir es denn auf der lokalen Map vielleicht schon drauf? Naja, es wäre unlogisch anzunehmen, dass das in der Nähe von Dings ist. Wir suchen einfach mal. Das hier ist ja nördlich. Da haben wir irgendwie so einen Turm. Wir gucken einfach mal. Könnte natürlich hier auch auf der kleinen Insel sein. Wäre ganz cool vielleicht sogar, weil dann hätten wir das wahrscheinlich schnell gefunden. Aber jetzt lassen wir erstmal Klettenläufer kloppen. Nummer 1, hier waren doch noch ein paar mehr. Da ist die Malmusgrotte. So springen können, ist jetzt echt ein riesen Vorteil. Weil dann kann die Klippen einfach anspringen, so im. Oh Gott, da ist ja noch einer. Ich plage die Biester, ey. So, wir haben 9 Uhr abends, das gefällt mir nicht. Ich würde gern mal ein bisschen heller haben, damit ich mehr sehe. So, dann sehen wir auch was. Und suchen immer noch die Ayamine Pudai. Oh ja, hier der ganze Norden ist ja schwarz. Okay. Oh wow, ein Droik. Stirb Droik. Und bitte wieder an Land. Ich will schnell sein. Das ist die Sariti-Ahnengruft. Habe ich jetzt auch gerade keine Lust reinzugehen. Ich vermute ja mal, dass die irgendwo an dem Weg liegt, weil Ayaminen immer am Weg. Das vorne ist. Obwohl, nee, das ist eine Höhle, das ist keine Mine, oder? Genau. Boah, diese blöden Drecksviecher, ey. Ich hasse sie. Sie sind so furchtbar. Das ist echt so, das geht so gar nicht. Das ist die Ayamine Pudai. Oh Gott, ey. Oh Gott, ist das furchtbar. Mal wieder was suchen, ey. Es ist immer so schlimm. Gut, ich würde mal
mal sagen, wir gucken einfach mal, ob hier drüben auf der Insel das vielleicht ist. Wäre ja eine coole Sache, ne? So, vor ist irgendwo so eine Hütte, okay. Da haben wir diese Hütte, haben wir hier auch noch eine Eiermine drauf. Komm schon. Können wir die vielleicht nach der Eiermine Puder fragen? Sprecht zu mir. Können wir nicht, okay. Gut, die Puderhermine, wo finde ich dich? Nochmal nachgucken. Wo soll die sein? Im Norden zu finden. Im Norden der Insel Sheogorath oder in der Nähe? So, auf den beiden kleinen Inseln da oben könnte ich mal nachschauen. Was vielleicht da drauf ist. Haben wir noch einen Zauber? Komm, ich habe doch bestimmt. Ja, klar, habe ich den Zauber. Den habe ich schon eingesetzt. Wo ist er denn? Da, festes Wasser, damit das ein bisschen schneller geht. Okay, aber der Quest geht mir gerade echt gewaltig auf den Sack. Das ist echt nicht schön. Warum? Also in Oblivion ist das ja okay, dann kriegt man irgendwie so einen Questmarker oder eine Kartenmarkierung und geht dahin. Oh, hier war ich schon. Aber hier in Morrowind, da muss man dann echt immer... Ja, irgendwo im Norden davon. Und dann steht man da und... Ja. So, einfach mal die Monster ignorieren, damit das schneller geht mit dem Suchen. Ich werde jetzt einfach über die Insel rennen. Oh, komm schon, lad schnell, ja. Wo geht's da lang? Nee, wird nicht klar. Da ist diese Höhle von vorhin. Gut. Der Weg hatte zu der anderen Eiermine geführt. Wo geht's hier lang? Hier geht's. Da ist ein Scump. Was ist hier unten am Strand? Ist das eine Eiermine? Das ist Sud. Ne, in Sud waren wir aber schon, oder? Da hätten wir Roos. Den Such will ich ja nicht. Hier ist ein Quama. Ein Skript-Dingsbums. Heißt das eventuell, dass hier in der Nähe. Nö. Na gut. Mal gucken, wo geht's denn hier? Das ist aber nun wirklich nicht mehr nördlich. Das ist ja wirklich nicht mehr nördlich, ey. Das ist aber auch so eine verflixte Scheiße, ey. Mein Gott, ist das Pudai? Oh, das ist Pudai. Oh, schön. Oh, schön. Okay, ja, nicht wirklich nördlich, ne? Eher so zentral, aber... Na gut. Meistens sind diese Eierminen halt wirklich am Weg gerade und deswegen, deswegen ist es relativ einfach, die dann zu finden. Es ist nicht einfach als solche Höhlen, weil die Höhlen können ja wirklich überall sein. Okay, scheint auch überall weiter zu gehen. Okay, das war einmal so ein Rundgang. Hey, du lebst auch noch. Und hier geht es dann zum Nest der Königin, wo ich hoffentlich die 7 goldenen Eier finde.
ja doch schon die 7 goldenen Eier. Die Königin habe ich jetzt mal gekillt wegen Langwaffe-Turnieren. So. Oh, nice, die sind. Jetzt habe ich doch alle. Hallo? Warum schlägt er so oft fehl? Da hatte ich grüße euch. Pech. Wir können sprechen, wenn ihr möchtet. Meine Puder, ja, da sind sie. Ah, dies sind die goldenen Eier. Ich hatte wirklich nicht geglaubt, dass es sie gibt. Gute Apfelschützer, unser Kunde, der Vanny betat uns gut. Ihr habt hier 10.000 Draken, nur für den Scheiß. Wie geil. Ich habe keine Arbeit mehr für euch, Koordinator P. Wendet euch an Perzius in Aldrunen. Förderung. Ich habe einen gekriegt. Wächter, okay. Dann gehen ihr wir jetzt nach Aldrun. Mich als eure Gesellschaft. Ich weiß, dass es auch noch in der Kaiserstadt. Der Kaiserstadt. Oh Gott, nein, ich bin hier drüben. Ich weiß, dass es auch noch in. Sag schon, die weg eine Kriegergilde gibt. Aber ich will erst mal noch gucken, ob die anderen Gilden, die wir ja eigentlich schon abgeschlossen haben, jetzt neue Aufträge für uns haben. Das könnte nämlich sein. Und daher gehen wir doch erstmal nach Aldrun und fragen bei Perzius nach. Wir haben ja jetzt nun wirklich einen relativ hohen Rang. Wie kann ich euch helfen? Auf nach Aldrun. Oh Gott, und was bin ich froh, dass wir diesen blöden Auftrag hinter uns haben. Super, ich habe alles bis auf Markieren. Habe ich echt auf meiner Leiste, ne? Nur Markieren mal wieder nicht. Weil wenn Perzius wirklich Aufträge für uns hat, dann müssen wir den natürlich markieren. Um uns jederzeit hinporten zu können. Oh Gott, ich will immer noch E drücken. Wie in der letzten Kann Aufnahme. Ich euch helfen? Nicht gut. Oh, Perzius warst du, ne? Du warst doch Perzius. Gut, ey. Gut. Ja, genau. Befehle. Ah, die einzige Möglichkeit, die Kriegergilde vor der Korruption durch die Kommandanten zu bewahren, besteht darin, Thüringen Hartherz und seine Getreuen zu beseitigen. Ich habe gehört, dass Edis vorher nicht mehr zu sein, aber steht noch immer ein Problem da. Thüringen ist bereits tot, das höre ich gern, Kandepi. Ihr habt die Kriege vor der Korruption der Kommandanten bewahrt. Wie versprechen, ernenne ich euch somit zum neuen Gildenmeister. Mein Glückwunsch, Kaulinator LP. Okay, geil. Wir sind gerade Gildenmeister geworden. Aber ich würde dann dennoch gerne gucken, ob es in der Kaiserstadt noch Aufträge für uns gibt. Es ist nicht die Kaiserstadt. Ach, ich schätze... In Vivek. Warum sage ich Kaiserstadt? Wie kann ich euch helfen? Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Wir sind schon mal Gildenmeister, ist schon mal eine gute Sache. Vivek Magiergilde. Ja, wir hatten in der Diebesgilde das schon gemacht und da man den sowohl in der Diebes- als auch in der Kriegsgilde töten muss. Muss ich euch Manieren beibringen. War das eigentlich eine gute Entscheidung, dass wir uns für die Diebesgilde entschieden haben. Hat das Ganze nämlich um einiges einfacher gemacht. So. Kaiserstadt Magiergilde, da was kommen wir kann irgendwann ich mal ganz später noch zu. Und so irgendwann in der Magiergilde. Weil der gute Tribonius hat schon einige Aufträge, die sind echt ekelhaft. Okay. Ich würde jetzt gerne ein paar Befehle haben. Ich heiße das Vergnügen willkommen. Ist ganz auf meiner Möget Seite. Ihr immer gesegnet sein. Ach so, hier geht's dann wieder hoch. Hier ist nichts. Da ist komischer Ork. Hier sind ein paar Betten. Ein Gruß und ein Willkommen. Hier ist nichts. Ich grüße euch. Jetzt werdet ihr sterben.